Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die aktuell äußerst schwierige Situation im Strom- und Gasmarkt, vor allem rund um die Preisentwicklung, um weitere Insolvenzen, aber auch freiwilliges Beenden oder auch unfreiwilliges Beenden der Energieversorgung von verschiedenen Häusern und vor allem, was sind denn jetzt die Wege hier heraus? Ne? Was ist die wahrscheinliche positive Entwicklung und was ist die wahrscheinliche negative Entwicklung, die eventuell auch kommen könnte? Das wollen wir mal ein bisschen auseinandernehmen. Wir starten dazu mal mit der aktuellen Mitteilung von gas.de. Gas.de ist einfach ein Gasversorger. Wichtige Information für unsere Gaskunden, Beendigung von Erdgaslieferverträgen. Praktisch zum 3.12. frühs wurde hier die Versorgung beendet. Also wie ihr auch hier an dem Adventskalender hinter mir sehen könnt, wir sind gerade Anfang Dezember 2021. Und wenn wir uns daran erinnern, wir waren bei einem der letzten Videos eben auch hier bei den Börsenstrompreisen, haben wir nun, ich sag mal im letzten Quartal vor allem, deutlich steigende Handelspreise. Das ist jetzt bei energycharts.info die Strompreisentwicklung an der Börse, am Großhandel, was natürlich immer darauf basiert, darauf fußt, dass die Gaspreise auch extrem gestiegen sind, wegen der Importknappheit, kann man natürlich auch sagen. Und weil wir auch eine ganze Menge an Gaskraftwerken betreiben und wegen der allgemeinen Marktstimmung steigt dann natürlich auch der Strompreis. Wir haben gleichzeitig jetzt zum Jahreswechsel von verschiedenen Versorgern deutliche Gaspreissteigerungen, teilweise auch Strompreissteigerung, teilweise auch Strompreisminderungen. Ne? Also da gibt es verschiedenste Entwicklungen, je nachdem, wie auch das jeweilige Energieversorgungsunternehmen aufgestellt ist. Es ist aber eben durchaus noch sehr interessant, was die nächsten Wochen und Monate passiert, weil wir haben jetzt eine gewisse Instabilität. Ne? Ich habe in vorigen Videos auch schon darüber gesprochen, dass wir hier diverse Insolvenzen haben. Das ist mittlerweile eine Handvoll an Unternehmen, die es einfach wirklich wirtschaftlich nicht mehr schaffen und so weit in die Enge getrieben sind, dass sie praktisch zahlungsunfähig sind. Jetzt haben wir mit gas.de auch nochmal einen besonderen Fall, weil sie auch deswegen die Versorgung beenden müssen, nicht nur, weil sie es selbst so für sich entschieden haben, sondern weil tatsächlich hier die Bilanzkreisverträge wieder beendet worden sind. Und das ist dann eine der interessanten Hintergrundentwicklungen in der Energiewirtschaft. Als Energieversorger, egal ob Strom oder Gas, ne, das sind die beiden regulierten Märkte, haben wir eine Energieversorgung ja immer nur auf der Grundlage, dass die Energiemengen des Kunden einem Portfolio zugeordnet werden. Ne? Die Energiemengenbilanzierung, Strombilanzierung, Gasbilanzierung, die Bilanzkreisbewirtschaftung für die Kollegen aus dem Bereich. Und das passiert eben schlussendlich so, dass wir entweder eine Live-Auslesung haben, eine Zähler-Fernauslesung, gerade im Kontext des Smart Metering wird das in Zukunft immer öfter so sein, oder dass wir über sogenannte Standard-Last-Profile einfach annehmen, wie sich ein Kunde verhält und dann Ende des Jahres ja einmal ablesen und dann praktisch mit dieser Jahresverbrauchsmenge und dann die Jahresverbrauchsprognose fürs nächste Jahr einfach annehmen, dass der Kunde ungefähr so und so viel verbrauchen wird. Das packen wir in das Portfolio, damit ist das Unternehmen dann der Energieversorger. Solange es in seinem Bilanzkreis ist, darf er sich als Energieversorger sehen. So. Das passiert auf Grundlage einerseits des Netznutzungsvertrags. Das ist eine Ansammlung von Rechten und Pflichten zwischen dem Versorger und dem Netzbetreiber, wo einfach geregelt wird, wie man den Lieferantenwechsel, die Energiemengenzuordnung, die Netznutzungsabrechnung und so weiter durchführt, welche Zeiten für die Beantwortung von Fällen angedacht ist und so weiter und so fort. Das sind Standortverträge, die vorgegeben werden. Zum April 2022 ändert dieser Vertrag sich auch ein bisschen, genauso wie die vier Marktregeln für Strom sich ändern und auch diverse EDIFACT-Formate sich ändern. April 2022 wird aufregend. Noch mehr im Zweifel als der Oktober 2021 mit dem Redispatch und Co. Und jedenfalls, dieser Vertrag regelt eben so Grundlagen. Wenn es diesen Vertrag gibt, kann der Energieversorger in dem Netzgebiet versorgen. Wenn es diesen Vertrag nicht mehr gibt, wenn der aufgelöst wird vom Netzbetreiber und die Regeln dafür stehen auch in dem Vertrag selbst drin, dann ist der Versorger nicht mehr Versorger. Dann hat er nämlich keine Grundlage mehr dafür, dass die Energiemengen bei ihm zugeordnet werden. Dann ist er nicht mehr am Markt.
Und etwas Ähnliches gilt eben mit dem Bilanzkreisvertrag. Der Versorger ist ja gleichzeitig Bilanzkreisverantwortlicher oder beauftragt einen Dienstleister, Bilanzkreisverantwortlicher zu sein. In der Rolle des BKV-Bilanzkreisverantwortlichen ist er dann zuständig, die Energiemengen in seinen Bilanzkreis einzubuchen. Das ist praktisch eine Energiemengenbuchhaltung im Hintergrund. Und ich mache euch mal nochmal groß, damit ihr auch seht, wie ich euch das hier erkläre. Was das bedeutet, ist, dass er dann Energiemengen über das Standardlastprofil, über die Fernauslesungen und so weiter mit dem Netzbetreiber austauscht, abklärt, ob es so richtig ist, und dann bucht er das in seinen Bilanzkreis ein als Verbrauch und muss dann praktisch die Energiemengen, die er jetzt zum Ausgleich bräuchte, einkaufen oder selbst produzieren und die praktisch auf die andere Seite des Bilanzkreises buchen. Und wenn der ausgeglichen ist, ist alles schön. Dann haben wir eine Stabilität im Stromnetz und Gasnetz. Diese Zuordnung wird dann überprüft von den aufsichtshabenden übergeordneten Netzbetreibern. Das ist im Strombereich der Übertragungsnetzbetreiber, die vier ÜNBs. Und da haben wir im Gasbereich den Marktgebietsverantwortlichen. In der Vergangenheit gab es die Marktgebietsverantwortlichen, zuletzt noch NetConnect und Gaspool. Die sind mittlerweile verschmolzen zum Trading Hub Europe. Das war die berühmte Marktgebietszusammenlegung von auch Oktober 2021. So, und dieser Trading Hub Europe ist dann eben derjenige, der mit gas.de, jetzt gehen wir wieder auf diese Ansicht, der hier mit gas.de schlussendlich dann einen Bilanzkreisvertrag hat, in dem dann geregelt wird, ja, gas.de als Versorger darfst du Energiemengen in deinen Bilanzkreis einbuchen, damit bist du dann Versorger, du gleichst den Bilanzkreis aus und wir prüfen das und dann ist alles super, dann darfst du am Ende auch dem Kunden eine Rechnung dafür schreiben. Für diese ganze Abwicklung werden oftmals Zahlungen auch vorab verlangt, ne? Sowas wie auch Sicherheiten, dass du praktisch als Versorger bei dem Netzbetreiber eine Sicherheit hinterlegst, ne? Sowas wie eine Kaution könnte man fast sagen, ne? Also um nur das verständlich zu machen, wie eine Kaution. Die hinterlege ich dann halt und wenn dann, ich sag mal, der normale Zahlungsverkehr läuft, dann verbleibt der entweder oder muss mal erhöht werden oder kann sogar wieder verringert werden und dann kriege ich da wieder ein bisschen was zurück. Das Ding ist jetzt aber, wenn ein Versorger nicht mehr in der Lage ist, diese Sicherheiten zu leisten oder seine regulären Abschläge zu leisten, dann kann der Netzbetreiber schlussendlich verwarnen, mahnen und dann am Ende auch den Vertrag auflösen, den Netznutzungsvertrag auflösen, den Bilanzkreisvertrag auflösen, wegen Nichtzahlung. Die Nichtzahlung kann prinzipiell auch auf Grundlage von Fehlern in der Netznutzungsabrechnung erstmal geschehen, was zumindest den Netznutzungsvertrag, Lieferantenrahmenvertrag angeht. Beim Bilanzkreisvertrag, naja, typischerweise hat der übergeordnete Netzbetreiber schon recht, weil er eben eine Aufsicht hält, er hat die meisten Datenquellen und er sagt dann, hey, das müsst ihr noch nachzahlen oder hier, das müsst ihr bitte als Sicherheiten hinterlegen. Diese Sicherheiten hängen natürlich dann auch so ein bisschen von der Bonität des Unternehmens ab. Wenn ein Energiediscounter jetzt nicht besonders viel in der Portokasse übrig hat, dann ist es natürlich schwierig, Geld irgendwo bei jemandem zu lagern, als Sicherheiten zu hinterlegen. Und wenn es dann nicht mehr funktioniert, wie das nun wohl bei gas.de der Fall ist, wie die Fachpresse berichtet, löst der Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe oder im Strombereich die vier Übertragungsnetzbetreiber, 50 Hertz, Amprion, Tenet und Transnet BW, irgendwann einfach den Bilanzkreisvertrag auf. Damit bin ich dann nicht mehr in der Lage, Energiemengen in mein Portfolio zu schreiben. Damit bin ich kein Energieversorger mehr. Damit muss ich die Versorgung mit meinen Endkunden auch beenden, weil ich bin faktisch in der Energiewirtschaft nicht mehr existent. Dann muss ich das auch zivilrechtlich, also die Verträge zwischen Versorger und Kunde, die muss ich dann auch dringend auflösen, weil ich versorge sie nicht mehr. So. Das ist mit gas.de passiert, das ist dann auch mit anderen teilweise passiert, das ist auch in der Vergangenheit oft ein Grund gewesen. Wir erinnern uns an Care Energy und ähnliche Häuser, bei denen eben auch schlussendlich die Zahlungen an die Netzbetreiber nicht mehr stattfanden und dann hier die Verträge aufgelöst worden sind. Deswegen waren sie dann nicht mehr Versorger, deswegen sind sie am Ende auch nicht mehr am Markt gewesen. Was jetzt passiert in diesem Moment, wenn hier der Vertrag aufgelöst wird, dann, wie das hier auch steht, übernimmt der örtliche Ersatzversorger automatisch die Versorgung.
Der Ersatzversorger ist der Grundversorger. Der Grundversorger hat immer zwei vordergründige Tätigkeiten, Grundversorgung und Ersatzversorgung. Haben wir auch schon mal erklärt, Grundversorgung ist ein Standardtarif, auf den einfach jeder zurückfällt, wenn er sich keinen eigenen Tarif sucht. Ersatzversorgung ist eine Notfallversorgung für maximal 3 Monate. Wenn eben die eigentlich gewünschte Versorgung nicht zustande kommt, dann fällt man zurück in die Ersatzversorgung. Der Name deutet das ja auch schon an. Passiert typischerweise, wenn ein Lieferantenwechsel nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte oder wenn ein Versorger nicht mehr am Markt ist. Und das ist ja nun hier der Fall. Jetzt bedeutet das aber auch Folgendes für diesen Ersatzversorger, für diesen Grundversorger. Er muss dann, also er bekommt dann für praktisch heute meinetwegen Kunden. Er bekommt dann für heute im Zweifel tausende Kunden, wenn die in seiner Region jetzt plötzlich ohne Versorger dastehen. Und dann hat dieser Ersatzversorger jetzt ja plötzlich Kunden mit einem Verbrauch, der jetzt bevorsteht. Dieser Verbrauch ist ja jetzt nicht eingeplant gewesen. Dieser Verbrauch muss jetzt eingekauft werden, weil ich habe jetzt nicht irgendwo Kraftwerke rumstehen, die ich nicht eingeplant habe, die einfach stillstanden in Erwartung, dass noch was passiert. Heißt, ich muss das typischerweise sehr, sehr kurzfristig einkaufen. Und dann sehen wir diese Preisverläufe. Das heißt, das tut natürlich richtig, richtig weh. Und dann gibt es gerade Entwicklungen, dass dieser Ersatzversorger, Grundversorger teilweise sogar einen zweiten Ersatzversorgungstarif schaffen, einen für die Neukunden, der deutlich teurer ist, weil natürlich aktuell auch die Einkaufspreise wirklich, wirklich hoch sind. Und es natürlich schon fair laufen muss. So ein Ersatzversorger garantiert ja praktisch eine Energiemengenzuordnung und die Versorgung vor Ort. Der muss ja dann auch fair an seine Energiemengen kommen. Das Dilemma ist dahinter ja auch noch, der ursprüngliche Versorger wie gas.de oder wie irgendein Stromversorger, der hatte ja was in seinem Portfolio. Diese Energiemengen werden in dem Sinne wieder freigesetzt, aber das heißt ja nicht, dass die jetzt automatisch übergehen an den Ersatzversorger, sondern die waren irgendwo zusammengekauft. Und schönstenfalls dauert das jetzt auch einfach durch Insolvenzverfahren, durch Hintergrundtätigkeiten, dann ist das mit dem Energiehandel im Zweifel ein bisschen nach hinten gerutscht. Das heißt, diese Energiemengen, die theoretisch wieder zur Verfügung stehen würden am Markt, sind dann vielleicht noch nicht wieder da. Das heißt, sie werden immer noch als Nachfrage gesehen. Und jetzt kommt die Nachfrage vom Ersatzversorger zusätzlich noch on top. Das heißt, die Preise können dadurch sogar noch stärker steigen, weil jetzt ein doppelter Bedarf praktisch für diese betroffenen Kunden kurzfristig zumindest am Markt bestehen könnte, wenn der Ersatzversorger Pech hat und noch nicht wieder die Energiemengen freigesetzt sind, zurückgegeben sind an den Markt. Das heißt, es wird immer teurer im Einkauf. Der Preis wird dann im Zweifel immer steigen oder zumindest sehr, sehr hoch bleiben, immer natürlich schwanken, weil wir haben ja trotzdem teilweise Überproduktion tagsüber. Das heißt, wir haben immer ein Schwanken. Aber im schlimmsten Fall haben wir in dem Moment, wo es der Ersatzversorger kaufen muss, den 10-fachen Preis von dem, was normal wäre. Dann passiert schlimmstenfalls etwas, dass die Ersatzversorger, Grundversorger auch straucheln könnten. Und wir haben ja tatsächlich einen ersten Fall dann gehabt von einem Grundversorger, der zum Jahresende seine Versorgung eingestellt hat und auch seine Tätigkeit als Grundversorger eingestellt hat. Beziehungsweise seine Tätigkeit als Versorger grundsätzlich eingestellt hat. Das hatte ich gezeigt. Also ein kleiner Versorger, aber trotzdem. Wenn man jetzt ein kleiner Versorger ist, kleiner Grundversorger und jetzt gibt es sowas wie gas.de und plötzlich werden die Kunden frei. Dann kann das bedeuten, dass ich in meinem kleinen Grundversorgungsgebiet 10 Kunden bekomme, die jetzt mir zugeordnet werden in die Ersatzversorgung. Dann muss ich die Energiemenge für 10 Kunden dazu kaufen. Ja, irgendwie wird das schon gehen. Was ist, wenn ich ein richtig großer Grundversorger bin mit einem immensen Grundversorgungsgebiet, in welchem dann im Zweifel 1.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 Kunden freigesetzt werden, je nachdem, wie groß der ursprüngliche Versorger war. Und gas.de war ein richtig großer Discounter mit einer vermutlich sogar 6-stelligen Kundenanzahl oder zumindest sehr hoch 5-stelligen Kundenanzahl. Ganz genau konnte ich es jetzt nicht finden. Ich weiß aber, also man kann es auch aus der Fachpresse auch rauslesen, dass ein paar Grundversorger, ein paar Stadtwerke gesagt haben, allein in unserem Gebiet sind 3.000, 4.000, 5.000 Kunden von gas.de jetzt in unsere Grundversorgung gekommen. Beziehungsweise in unsere Region auf mehrere Grundversorger verteilt. In anderen Gebieten können es dann im Zweifel auch wirklich 10.000 sein und mehr.
dann muss ich die Energiemengen für 10.000 Kunden als Ersatzversorger jetzt zukaufen. Puh. Und ich kriege im Zweifel ja erst in einem Monat wieder eine Abschlagszahlung von denen, wenn die das auch machen, wenn die ihre Lastschrift-Geschichte abschließen, wenn die ihre Überweisungen korrigieren und so weiter. Ne? Das heißt, schlimmstenfalls zahle ich jetzt erstmal die Einkaufspreise für Strommengen für 100.000 Kunden für die nächsten Tage und Wochen und kriege irgendwann wieder ein bisschen Cash rein. Was, wenn ich als großer Grundversorger jetzt aber gerade auch an einer Grenze bin? Was, wenn ich gerade auch tatsächlich nicht mehr so viel Geld übrig habe? Und das ist die potenziell negative Entwicklung, die ich vorhin angesprochen habe. Das ist eine Negativspirale, die prinzipiell kommen könnte, wenn wir uns vorstellen, dass eben dieses Preisgeschehen erstmal noch eine Weile bleibt. Ich kann das ja auch mal gerade hier auf Dezember 21 runterbrechen. Das müsste dann gleich laden. Dann bedeutet das, dass ich jetzt sofort ja die Energiemengen für diesen Kunden in meinen Bilanzkreis bringen muss, weil ich muss den Bilanzkreis ja für jede Viertelstunde ausgleichen. Irgendwie lädt gerade die Seite nicht bei Energy Charts. Das heißt halt aber auch, ich muss das jetzt wirklich kaufen. Ich muss es jetzt machen. Egal, welche Preise ich jetzt gerade habe, ich muss es jetzt machen. Und das kann wirklich eine Gefahr bedeuten. Was passiert, wenn ein Grundversorger mit 1 Million Kunden oder sei es auch nur mit 500.000 Kunden, mit 700.000 Kunden, jetzt auch in eine Bedrängnis kommt? Und in ein, zwei Monaten, wenn die Preise immer noch kurios bleiben und noch ein paar mehr solche Fälle wie mit gas.de passieren, was passiert, wenn der dann plötzlich in die Bedrängnis kommt, bei dem plötzlich Verträge aufgelöst werden, der plötzlich nicht mehr Grundversorger ist oder der plötzlich auch insolvent geht, bei dem plötzlich die Verträge aufgelöst werden? Dann haben wir im Zweifel eine Spirale. Also nicht nur, dass dann diese Kunden ja auch wieder neue zugeordnet werden müssten, erstmal zu wem müssen sie zugeordnet werden? Es gab in diesem Jahr eine Auszählung, was die Grundversorgung angeht. Und das bedeutete ja praktisch, dass der Netzbetreiber feststellt, wer ist der größte Versorger in meinem Versorgungsgebiet. Dann geht das hier nicht. Und dann ist der Grundversorger ausgezählt worden, bestimmt worden, veröffentlicht worden und gilt dann praktisch zum Jahreswechsel 2022. Wenn dieser jetzt aber betroffen ist und dieser ist nicht mehr am Markt, dann würde praktisch der mit den zweitmeisten Auszählungen typischerweise jetzt in Frage kommen als, ja, okay, ich bin der Ersatzgrundversorger, der Ersatzersatzversorger. Ja, genau, hier ist es. Und das ist natürlich ein Dilemma. Das ist ein ernsthaftes Dilemma, weil der ist im Zweifel noch weniger darauf vorbereitet. Der war ja bisher auch nicht Grundversorger. Der hat sich nicht darauf eingestellt, jetzt noch kurzfristig vielleicht noch einkaufen zu müssen. Der hat jetzt nicht irgendwelche Kapazitäten über, der hat nicht irgendwelche Deals in der Hinterhand, wo er noch schnell an Strom vielleicht günstig kommen könnte. Und dann lehnt der vielleicht ab. Dann sagt er vielleicht, nee, ich werde nicht Grundversorger. Und dann ist die Frage, kann man ihn eigentlich zwingen? Es gibt viele offene Fragen gerade. Es gibt Fragen zum Beispiel, ist es überhaupt zulässig, dass ich mir als Ersatzversorger einen Neukundenersatzversorgungstarif schaffe, der einfach teurer ist? Geht das überhaupt? Was sagt das Kartellamt dazu? Na, was sagen die Aufsichtsbehörden dazu? Weil theoretisch ist man ja marktbeherrschend als Grundversorger. Auch wenn es natürlich einen freien Markt gibt, aber als Grundversorger kriegt man erstmal alle Kunden. Als Ersatzversorger kriegt man erstmal alle Kunden. Das ist gewissermaßen eine marktbeherrschende Situation. Vor allem auch, wenn man vor Ort sowieso meinetwegen 60, 70, 80% der Kunden hat. Dann, was, wenn der also wegfällt und der nächste wird es? Präzedenzfälle dafür gab es, glaube ich, nie. Ne? Das ist wirklich die feste Bestimmung des Ersatzversorgers gab. Puh. Dann könnte schlimmstenfalls der Markt implodieren. Ja, also das ist schon ein bisschen gruselig. Wir haben zwar eine gewisse Sicherheit schlussendlich darüber, dass wir eine Vielfalt an Versorgern haben und irgendwelche großen, gut finanzierten Häuser werden im Zweifel dann sagen, das können wir übernehmen, ist aber trotzdem. Kurios ist es schon. Ich glaube, wir haben hier einfach noch keine Daten drin für den Dezember. Wir haben ja im November gerade die Ergebnisse gesehen und haben hier über diesen Monat hinweg so krasse Schwankungen gesehen von hier mal 13 Euro auf 220, 250, dann mal wieder hier irgendwie bei 360, bei über 400, dann auch mal wieder knapp an die 400 rangekommen, dann wieder auf 100 runter innerhalb von wenigen Stunden.
Und in diesen Momenten dann zu sagen, okay, ich muss jetzt mehr Energie zukaufen ins Portfolio, ist ernsthaft schwierig. Schlechte Entwicklungsvariante wäre also, dass wir davon ausgehen, dass es eine Negativspirale gibt, immer mehr und mehr und mehr, erstmal Discounter, aber dann auch etablierte Häuser sagen, wir schaffen es nicht mehr. Und dann fallen die Kunden immer in eine Ersatzversorgung. Und wenn der Ersatzversorger aber sagt, ich kann es auch nicht mehr, dann wissen wir nicht, was passiert. Dafür gibt es keine Präzedenzfälle. Wie wahrscheinlich ist es, dass das passiert? Ich würde sagen, nicht so wahrscheinlich, auch wenn natürlich gerade auch die großen Häuser durchaus in Probleme geraten. Also muss man schon sagen, die haben es auch nicht die Portokasse immer gefüllt. Also das, es gibt auch im Moment dann enorm viel Kundenservice-Bedarf, weil du musst den Leuten das erklären. Du musst mit denen den Lieferantenwechsel schlussendlich umsetzen, marktkommunikationstechnisch, und dann typische, ganz typische Sachen machen. Dokumente rausschicken, auf Rückfragen telefonisch reagieren, Tickets bearbeiten im Hintergrund. Man hat ja jetzt auch nicht unbedingt Personal über, was sich dann drum kümmern könnte. Und so frei ist der Outsourcing-Markt das auch nicht. Ja, sie sind auch gut ausgelastet. Also das zu bewältigen ist dann auch nochmal eine Frage. Viele kleine und große Häuser haben da gerade auch Probleme. Könnte also schwierig werden. Gleichzeitig, die kriegen schon irgendwie hin. Na, also zumindest ein paar der sehr, sehr großen Häuser haben auch noch ein paar Mark über und können das im Zweifel dann abfangen. Was es aber für eine Verschiebung in den Marktverhältnissen bedeuten könnte, das ist natürlich wirklich ein Problem. Das könnte im Zweifel dafür sorgen, dass es noch ein paar mehr große wieder geben wird, weil einfach ein paar kleine wegfallen. Vielleicht auch ein paar mittlere wegfallen. Für Wettbewerb ist das nicht unbedingt was Gutes. Zum anderen die positive Entwicklung, die kommen könnte. Ne? Positives Szenario. Wir gehen davon aus, alles wird ein bisschen besser. Preise stabilisieren sich, indem wir den Gasimport stabilisieren, indem wir Stromproduktion stabilisieren. Die Preise kommen wieder auf ein gewohntes Niveau runter und bleiben dort. Ne? Das ist ungefähr hier in dieser Ansicht bei so irgendwas zwischen 20 und 80 Euro. Das sind so typische Schwankungsgrade, die wir haben. Da bewegen wir uns ja auch die meiste Zeit über das Jahr hinweg. Erst jetzt sind wir hier irgendwo im Durchschnitt. Einfach beim Doppelten, Dreifachen, Vierfachen. Also sind wir irgendwo hier unten. Wenn wir da wieder hinkommen, naja, dann hat sich das auch einfach erledigt. Dann ist es im Großen und Ganzen eine Marktbereinigung gewesen, die natürlich trotzdem extrem wehgetan hat. Also wir haben ein paar sehr, sehr interessante Versorger verloren, die sind nicht mehr am Markt aktiv. Und wir haben natürlich auch einfach einen Schaden bei vielen anderen Häusern trotzdem. Die finanziellen Erwartungen, die wirtschaftlichen Erfolge, die meinetwegen dann auch eingeplant sind, hat es dann im Zweifel nicht gegeben. Und das bedeutet nicht unbedingt etwas Gutes, wenn wir davon ausgehen, dass wir uns ja dringend neu erfinden müssen. Ja, also Digitalisierung, Smart Metering, neue Geschäftsmodelle, Smart Home Geschichten, die dann mit über den Versorger laufen könnten. Erneuerung des Stromnetzes, Erweiterung, Smart-Grid-Geschichten, ne? Also Monitoring im Stromnetz, wegkommen vom Standard-Lastprofil, was über den Daumen gepeilt ist. Für solche wichtigen, innovativen Themen fehlt dann im Zweifel das Geld, fehlt die Offenheit, weil man erstmal wieder das Unternehmen stabilisieren will. Und das ist dann die nächste Negativspirale. Naja, also bestenfalls kommen wir jetzt wieder in praktisch ein ruhigeres Gewässer. Ne? Es stabilisiert sich alles wieder. Und wir haben schlimmstenfalls einfach nur ein paar weniger Budgets für Erneuerung über, die aber eigentlich auch dringend notwendig wären. Ne? Also im Großen und Ganzen sowas wie ein Dämpfer für die Weiterentwicklung der Energiewirtschaft. Das wäre so die beste Entwicklung. Einfach nur ein Dämpfer für die Weiterentwicklung. Plus die Insolvenzen, die es schon gab. Schlechteste Entwicklung? Puh, alles geht den Berg runter. Negativspirale, mehr und mehr Versorger verschwinden vom Markt, mehr und mehr Verträge werden aufgelöst, mehr und mehr Ersatzversorgung kommt in Frage und schafft es dann die Ersatzversorger auch noch, das alles umzusetzen. Spätestens dann wird es langsam gruselig. Wir behalten das mal im Auge. Sollte es dazu deutlichere Entwicklung geben, werden wir uns natürlich äußern und das jetzt zeigen und erklären.
Das war jetzt im Großen und Ganzen auch eine Schwafelfolge, in der ich dann einfach ein bisschen drüber geredet habe, was passieren könnte und wie das alles zusammenhängt. Mal schauen, was passiert. Mal schauen. Habt ihr also grundsätzlich Fragen, Anmerkungen, Ideen zu der Weiterentwicklung in der Energiewirtschaft? Gerne unten in die Kommentare schreiben, gerne auch da ein bisschen drüber diskutieren. Ich glaube, es gibt da komplett unterschiedliche Ansichten und aber vielleicht auch Erfahrungen. Und redet drüber, findet da eine eigene Meinung und Idee und wir werden das Ganze im Auge behalten und dann im Zweifel demnächst nochmal ein Folgevideo zu diesen Entwicklungen machen. Naja, schauen wir mal. Also, gerne einen Daumen nach oben geben, gerne abonnieren, gerne die Glocke aktivieren, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.